Martina ist halt gemein. Wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Gemein ist mein zweiter Vorname. Aha. Oh, das hier ist so toll. Boah, ist das denn für ein episches, geiles Bild, Sascha? Okay, ihr dürft aussuchen. Sollen wir zur Herbstwaldgalaxie, zur Reifenzonengalaxie, zur Spielzeugschachtelgalaxie oder sollen wir zur Schädelhai-Galaxie? Ihr dürft das entscheiden. Die im Stream dürfen das entscheiden. Für die, die sich jetzt fragen, hä, wie kannst du dich entscheiden? Nein, ist sie nicht. Ihr dürft das entscheiden. Wo soll es hingehen, die Reise? Herzweite scheißen die Spielzeugschachtel. Okay, wir nehmen die Spielzeugschachtel. Die erste Wahl. Und auch Dragonville. Mayonnaise-Galaxie, genau. So, Stellender Koloss Robo-Bowser. Dann gehe ich hier halt auch AFK. Hab einen Stream ignoriert und hier gemobbt. Och, Tina. Oh. Wenn sie dich mobben, dann zeig ihnen einfach. Du bist ja Mod. Aber gut, auch wenn es die Regio ist, ist es leider schwer. Ja gut, da gebe ich zu. Und was sagt der hier? Willkommen, das ist die Spielzeugschachtel und wir kümmern uns um diesen Ort. Aha, ihr kümmert euch drum, interessant. Ich kann aber keinen Mod ärgern. Captain an die Arbeit. Sieh, was du angerichtet hast, Regio. Oh, ich mit meinem Risiko. Ah, oh, die Musik ist aber richtig cool hier, finde ich. Und Robo-Koopas. Wie sieht man die hier mit einer Stampfattacke? Ah ja, genau, mit einer Stampfattacke. Meine Freunde wurden ebenfalls gefangen. Aha, deine Freunde wurden gefangen. Was soll denn ein One-Up? Oder ist hier oben noch was Besonderes? Nur mit dem hier reden. Er wird dort drüben gefangen gehalten. Okay. Ah, hier ist wieder Schwerkraft angesagt. Und hallo, Simi. Schön, dass du da bist. Die Schrauben, die kann man doch auch immer reindrehen, ne? Oder rausdrehen, besser gesagt. Ja, gut, aber viel bringt das nicht. Ziehst du eine Schraube, dann dreh sie. Was ist denn da unten? Erledige den Mini-Robo-Bowser mit einer Stampfart. Nee, ehrlich. Boah, da wäre ich nicht drauf gekommen. Okay, nee, da komme ich anscheinend da runter. Okay, ich dachte jetzt so. Okay. Dann ist ja alles gut. Ich dachte jetzt schon, ich werde da hingelenkt. Achso. Achso. Aber ich glaube, da war doch noch bestimmt noch was, oder? Jetzt aber. Ja, da ist noch was. Ich bin aber gerade überfragt, wo es hier weitergeht. Gibt es hier total viele Wege hier, Alter. Oh, Moment, das ist, glaube ich, derselbe Weg, ne? Ja gut, ob ich jetzt so lang gegangen wäre oder so, ich glaube, das wäre egal gewesen. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich gehe noch mal kurz da gucken. Da ist doch bestimmt auch noch was. Wozu sind denn hier Münzen? Schon doch nicht ohne Grund oder? Achso, na gut. Na gut, ein 6-Leben-Pilz, naja gut, den hätte ich nicht unbedingt gebraucht, aber habe ich die Galaxy genommen, um mich zu ärgern? Keine Ahnung.
Das wird sich noch zeigen, glaube ich, ob du mich damit geärgert hast. Aber gut, Faker wollte sie ja auch. Und dann passt das ja hier. Ich habe ja gesagt, ich bin die Erste, die gewählt wurde. Ja. Okay. Dum, dum. Boah. So, dann geht's hier mal weiter. Durch die Röhre. One up! Okay, Moment mal, gibt's hier nicht auch diese... Ich weiß es nicht. Naja, ciao, Francie. Danke, dass du da warst. Oh nein. Nein. Das Ding mag ich gar nicht. Okay, ich würde sagen, doch, du hast diese gewählt, um mich zu ärgern, Dragon. Ich mag diese fucking Sprungfeder nicht. Oh, ich hasse diese Sprungfeder. Also wenn es was gibt, was ich hasse, dann ist es diese Sprungfeder. Die kann ich gar nicht ausstehen. Stampfattacke kann man aber auch machen, interessant. Das wusste ich jetzt nicht. Ah, oh, ich mag diese schon. Ich hab dich doch lieb. Ah. Ich weiß nicht. Ich mochte diese Sprungfeder noch nie. Da ist es, boing. Okay, brauchst du nochmal. Geh mal hier lang. Boing, boing, boing. Aber was optional ist. Oh, das ist ein Pixel Mario. Sieht man jetzt demnächst wieder beim Mario Maker. Vor allen Dingen ist diese Steuerung so richtig heftig. Nein! Okay, immerhin alles erreicht. So viele Sternsplitter. Das hat Cash gegeben. Pixel-Favor Mario. Will ihn haben. ob ich den Sprung schaffe? Ne, ist mir zu riskant. Ist mir viel zu riskant. Mit dieser dämlichen Sprungfeder ist mir das zu riskant. Warum muss das Ding da sein? Das ist böse. Oh, ja, ging aber nochmal gut. Und auch Tina. Danke für deinen Sub. Danke für deinen Sub, Tina. Vielen Dank. Jetzt hast du auch richtig villagerhafte Emotes und kannst dich darüber freuen. Sub-Hype. Vielen Dank. So, und jetzt geht's da hoch über die Gabel. Oder auch nicht. Bisschen Kinderbesteck. Wow. Hat noch mal geklappt. Ja, genau am Rand rumtanzen. Hype. Okay, was muss man hier noch mal machen? Da muss man bestimmt noch auch auf den klettern, ne? Bestimmt. Wahrscheinlich muss ich beide reinhauen, ne? Das war schon mal nichts. Wahrscheinlich ist auf der Seite da ist auch noch eine, wusste ich doch. Okay, ich geh erstmal hier hin, nimm den Stern. Lass mich nur hier runterfallen.
Und hi, Trollfuniminafa oder so. Schön, dass du da bist. Schrauben rausdrehen. Wir machen den Roboter kaputt. Wir machen jetzt den Roboter kaputt. So, dann gehen wir noch da rein. Dann ist da doch schon was Besonderes, ne? Ach so, okay. Nach rechts soll ich, okay. War da in der Röhre noch was? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich könnte es zumindest vermuten. Genau, Tina streamt nach mir, Iregio. Ach so, no, das hat sich ja richtig gelohnt. Hat sich ja echt richtig gelohnt. Hast du noch mal was eingestellt? Ach so. Ach, jetzt geht's um den Dolphin. Den tollen Dolphin. Boah. Ich würde gerne noch gucken, was dein Block ist, aber na ja, komm. Wird bestimmt nichts Besonderes sein. Eine Fledermaus. Kann ja gar nicht. Okay, damit werden wir jetzt auch diesen Arm rausdrehen. So, und dann sollten wir doch den Stern nehmen. Das wäre eventuell eine Idee, die man nehmen könnte. Oh nein, nicht schon wieder Sprungfeder. Ich mag die Sprungfeder nicht. Vor allen Dingen in Kombination mit Carmax. Mag ich sie gar nicht. Autsch. Ich glaube, ich kümmere mich jetzt erstmal um den Carmax. Ich denke mal, das wäre eine gute Idee. So. Aua. Ach, das ist auch eine Sprungfeder. Auch warum macht es mir denn so schwer? Muss man sich doch gar nicht so schwer machen. Wer ist geil? Wer ist Tina? Wer ist geil? Wer ist Jake? Kleines Drecksvieh. Ja, genau. Ich komm da gar nicht raus. Finde ich jetzt sehr nett. Sehr nett. Ich mag Pfeiffer nicht. Ich mag nur Ika-Pfeiffer. Ach, das war doch jetzt... Das war doch jetzt dumm. Was sollte ich denn da jetzt machen sollen? Das kann ich doch nicht sehen, wo der da abfeuert. Geh da einfach hoch. Dankeschön. Nein. Mach einfach deine Stampfattacke da drauf. Dankeschön. Alter, war das ein Krampf. Ich muss noch eben schnell durchsaugen. Viel Spaß, Tina. Also mir geht's gut. Und dir? Trollf. Ich hab deinen Namen leider nicht, kann deinen Namen leider noch nicht aussprechen. Oh, und ich sehe gerade, wir haben die 150 Follower erreicht. Ich weiß, ich bin Blitzmerker. Deshalb Road to 200. Ah. Und warum werden wir jetzt wohl hier ausgelassen? Ich denke mal, das muss ich niemandem verraten. Kein Kommentar und selbst. Dudum. Die 200 bekommst du heute voll. Genau, Iregio. In nicht mal mehr einer Stunde auf jeden Fall. Da bekomme ich noch 49. Genau, Iregio. Genau. Auf jeden Fall. Hab gehört, Pfeiffer streamt heute Abend. Oder stream ich heute Abend? Frage des Tages. Die Kraft der Sternwarte des Kometen ist zurückgekehrt und sie fungiert wieder als Sternschiff.
Endlich ist die Zeit gekommen. Gehst du zum Zentrum des Universums, wo dir die kostbare Person wartet? Nö. Wenn du bereit bist, melde dich bei mir. Nee, ich hab noch keine Lust auf das Finale. Mach ich noch nicht. Mach ich ein anderes Mal. Jetzt darf ich schon wieder da hochrennen. Ah, ich will doch noch da weitermachen. Ich will ja noch hier noch weitermachen. Ich wollte ja noch weitermachen in dem Level. Sie kann so gut malen wie Cookie. Ja, mach das, drück das Ding und gut ist. So, ich würde sagen, wir machen da weiter. Bei der Spielzeugschachtel Galaxie. Du willst lieber nicht wissen, wie es mir gerade geht, okay? Oh, ist ja nicht so schön. Mario trifft Mario. Okay, das ist ja mal ein sehr kreativer Name für einen Level. Ah, okay, wir kommen zum Pixel Mario. Interessant, drück das Ding. Oh, jetzt ist es eine Lok geworden. Es waren vorhin zwei Loks, jetzt ist es eine Lok geworden. Alles läuft reibungslos. Nicht zu klagen. Na, wenn du meinst, Captain Toad. Ein Herz. Und noch ein Herz. Geformte Herzen. Ach, die Dinger einsammeln. Ja, okay. Da kann ich das Ding nicht auch besiegen? Na, egal, daneben nicht. Ich will Mario Maker. Nicht nur du, Irregio. Nicht nur du. Wer will nicht den Mario Maker haben? Und ja, er heißt Maker. Falls es noch irgendjemand mir vorhält. Da oben, ja gut, dann muss ich jetzt wahrscheinlich reindrehen. Ich will ihn nicht. Okay, da wäre die Nummer 3. Und bestimmt ist doch da die Nummer 4, ne? Und hallo, Ari. Cool, dass du da bist. Autsch. Moment mal, ist das nicht vielleicht ein Secret Star? Könnte sein, ne? Dass das ein Secret Star ist. Wie viel willst du denn haben? 50. Die habe ich aber noch nicht. Mache ich beim anderen. Ich mache jetzt erstmal den regulären. Boah. Mach erstmal den regulären Sperren. OMG, happy. Och, jetzt habe ich die Münzen. Oh, ich hätte die Münzen zuerst einsammeln sollen. Na, egal. Die Toy Regio. Ach, ich kann schon hier das Bild nicht sehen. Hitbox, please. Voraussichtliche Lieferung. Ha, genau das ist dasselbe, was bei mir auch steht. Denke ich mal. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber mal schauen. Oh nein. Das sieht gar nicht nett aus. Das sieht so gar nicht nett aus. Huhu. Silbersterne einsammeln. Okay. Das war ein One-Up. Ich mach das M kaputt. Moment mal, ich glaube, ich kann mich erinnern, die lila Münzen sind doch, glaube ich, richtig böse, glaube ich, hier in dem Level. Ich glaube, mich zu erinnern, dass die lila Münzen hier richtig böse waren. Boah. Alter. Alter, war das knapp. Alter. Die waren hier am einfachsten, auf jeden Fall. Alter, war das gerade knapp, ey. Boah, Alter. Boah, war das gerade knapp, ey. Beinahe wäre ich in den Abgrund gefallen oder durch die Lava gestorben. Ich habe einen Lehrer, der hört sich an wie Kalmar. Das meine ich ernst. Naja, wenn man die Übung hat, ist es bestimmt einfach. Aber ich meine irgendwie, es gab so ein paar Welten, wo diese 100 lila Münzen so richtig nervig waren.
Ich spiele dir das vor. Okay. Dann habe ich vielleicht verwechsel ich das auch mit irgendeinem anderen. Nur ich meine irgendwie, das war, gab's so ein schwereres. Da ist ja nicht das Bild. Hat sie eben keinen Stream. Okay, warum nicht? Hm. Hitbox ist manchmal so ein bisschen komisch. In letzter Zeit. Ah. Weil Bugbox wahrscheinlich. Boing Boing in der Süßigkeitenstraße. Oh, nicht schon wieder dieses Sprungding. Warum müssen sie immer dieses Sprungding machen? Das mag ich nicht. So gar nicht mag ich das. Ach, gegen den Maulwurf auch noch. Ugh. Bei mir hat der Stream Anfang auch nicht geladen. Sogar rückwärtsfahren macht Spaß. Na dann. Mein Physiklehrer, der Nachname hört sich an wie Kalmar. Okay. Orangen. Hier ist eins von diesen Boing-Boing-Dingern. Der Maulwurf. Boah, Alter. Na, wobei, geht ja sogar eigentlich. Oh, und irgendwie habe ich gerade das verdammt wieder an... Dann bekomme ich wieder so leicht Hunger auf irgendwas. Schokolade. Nein. So weit ist noch nicht, dass ich gegessen habe. Aber die Abstände hier sind, finde ich, cool. Ach, da muss ich runter. Oh, das war knapp. Wieso alles hier bei mir? Ah ja, und dieses One-Up. Ja, wer Bock hat, kann sich das ja gerne holen. Ich will mir das nicht. Auf einem Löffel stehen und in den Abgrund fallen. Yay. Poste bitte nochmal die Milchmäuse, Tina. Ach, dann kann ich mir so, so kann ich mir das Leben holen. So habe ich nichts dagegen. Ich überspringe diese Torte immer. Ach, die kann man überspringen? Wie das denn? Das, die kann man überspringen. Ach Moment, ja doch, das könnte gehen. Ich war ja gerade eben schon auf diesem Löffel drauf. Naja, aber das ist mir jetzt so riskant. Ich mache das jetzt doch normal. Ich passe jetzt auf und werde dann nicht reinspringen. Ich passe jetzt einfach schön auf. Du denkst viel zu kompliziert. Da kann man, ich habe das doch gerade eben schon versucht, da über die weiße Schokolade rüber. Ach nee, ich sehe es schon, ich sehe das jetzt. Ja, das ist perfekter Skill. Nämlich über diesen Löffel könnte man das machen, aber das ist auch ein bisschen geistesgestört. Finde ich zumindest. Okay, bis gleich, Tina. Wahrscheinlich sage ich schon mal bis gleich in deinem Stream dann. falls du dann nicht nochmal kommen, hier vorbeischaust. Nur die Gabel am Anfang. Okay. Naja. Naja, jetzt habe ich's ja. Naja, ja gut. Ja, ja gut, stimmt, so können wir es auch machen. Ein Eis. Und es ist kalt hier. Schnee in der Luft. Eis. Lollis. Bei denen ich beinahe wieder runterfliege, weil ich das wieder so richtig skillig mache. Aber nur beinahe.
Oh, das sieht ja nett aus da. Eieiei. Das ist ja mal richtig nett. Ach, da kann man drüber. Oh, okay. Ich hab nichts gesagt. Und meine Batterie wird leer. Juhu. Das feiere ich jetzt. Ich hoffe, meine Batterie hält jetzt noch ein bisschen. Ich hab nämlich... Es war schon ein Problem, diese zwei hier aufzutreiben. Boah, die Kameraposition ist auch richtig episch. Schon wieder so ein Leben. Ja, also so ein... Was ist Leben? So ein 6-Leben-Pilz. Ach, du bekommst auch morgen Besuch. Okay. Und WB Shibisan. Direkt drauf. Ja, komm, ich brauche die Dinger nicht. Das reicht mir. Ich brauche nicht alle von diesen Dingern. Okay, ein Kuchen. Mit eingesteckten Gabeln und Löffeln. Passt irgendwie so ein bisschen noch. Ich hatte ja vor noch nicht allzu langer Zeit Geburtstag. Ah, Tina bekommt Besuch. Interessant. Oh, und das ist ja sogar auch eine Geburtstagstorte. Muss man hier nicht irgendwie die Kerzen ausblasen? Ah, jetzt kommt's wieder. Ich meine mich da irgendwie zu erinnern. Aber gut, erstmal mache ich hier. Stimmt, das muss man auch machen. Ich wusste doch, da war irgendwas. Tada. Kuchen lecker. Oh ja, Kuchen ist richtig geil. Richtig cool. Ach, und jetzt sind wir bei unserem Freund, dem Maulwurf. Dem Monty. Auf seinem Turm. Jetzt weiß ich, der macht den Frozen. Stimmt ja, der... Ja, genau. Der macht den Frozen. Schau einmal an. Bam, 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 bam. Ach, das nochmal ein 6-Leben-Pilz, okay. Na, das wird jetzt ein Akt werden, glaube ich mal. Was? Okay, Treffer Nummer 1. Treffer Nummer 2. Treffer Nummer 3. Das war jetzt sau schwer. War der echt so einfach, der Boss? Finde ich gut. Finde ich gut, dass der so einfach war. Soll ich mal meine Vermutung preisgeben?